Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für Dusi im General. Carlos, was machen die wir Objekte erstellen? Ja, also würde am nicht, wenn es für Harmonie muss, das für Sachen zu erstellen. Da tun wir ein bisschen auf unserem Gesinn, also gehen wir ein bisschen mit Dave. Mhm. Aber Konzept. Da haben wir ein kleines Beispiel schon programmiert, mit drei Klassen. Eine Klasse interessiert das als den Player. Mhm. Das ist einfach, direkt mal der Wäsch, da haben wir nicht. Wir sehen ihn aus. Das ist einfach ein Spieler. Ja. Jetzt spielen bei einem Spieler mit Attributen, den Num, den Punktenzahl, klassischer Konstruktor, für die, die auch kennen, die haben automatisch generieren los. Und dann eine ganz wichtige Methode, den Change Points, für zu sagen, wir ändern Punktenzahl von unserem Spieler und dann just eine Methode für zu printen. Recht kompliziert ist. Und dann als Hauptklasse am Anfang, der Game, das ist die, wo wir wollen, das Spiel ein bisschen machen. Wir haben eine dritte Klasse, der Mainframe, das sehen wir ein bisschen mehr spät, was die möchte, das ist nur nötig, wir können zu starten. Ja. Voilà. Fängt man dann an, wir wollen ein Spiel machen, das ist aber Spieler. Da machen wir eben ein kleines Attribut. Ich gehe den Namen von der Klasse und dann die Variablen P1, das ist ein Attribut P1, Player 1. D'accord? Ich kann das dann einfach gebrauchen, P1, Punkt, dann habe ich eine Methode. Nicht bin zwei Mal direkt alle Methoden, die zur Verfügung sind, mein Change Point, die haben wir schon. Voilà. Da kriege ich die drei und schon zum Beispiel drei Punkte. Kilo drei Punkte mehr. Da kriegt der Spieler drei Punkte. Ja. Ich kann dann innen drin so ein System-out.println und dann machen wir dort den b1.toString. Voilà. Ich meine, du nur hast das verboten, ne? Du hast ein Konsole am NetBeans. Voilà. Da wäre ja eine grafische Anwendung. Ne? Die meisten grafische Anwendungen, wenn wir das am Unimus noch gebrauchen, das ist praktisch für Fehler zu entdecken. Okay, das ist gut. Und das ist im Fall auch ein gutes Beispiel. Voilà. Bon. Ich kann hier gehen, ich kompilieren und ich starte den. Voilà. Und boom, kriegen wir direkt eine Fehlermeldung. Oh. Null Point Exception. Voilà. Das Wichtigste ist, dass das da ist. Die werden noch mehr wie ein Kerl gesehen. Null Point Exception. Und wir kriegen noch gesagt, wo das geschieht ist, das ist Zahl 15 vom Game. Okay, und da muss ich in... Ich meine, da mit Programmierung zu, den ist aufgestürzt. Ja. Oh, wir haben etwas gemacht. Okay. Was haben wir bis wohl gemacht? Das ist mir, wenn ich so viel ein bisschen grafisch, der P1 als Variable. Mhm. Wir machen mal, das ist ein Kostumfang. Ja. Dann nehmen wir den Player als ein Typ. D'accord? Mhm. Wir haben eine Deklaration gemacht. Wir haben noch gar nicht initialisiert. Wir verweisen auf kein Objekt. Voilà. Das, was wir am Anfang geschrieben haben, wenn ich das am Text zu schreiben, haben wir das durchgemacht. Das gleich. Genau. Für zu sagen, wir haben nichts dran. Der Compiler hat das für mich geschrieben. Das ist nicht getippt, wir haben nicht gemacht. Ja. Das ist grafisch. Also, wenn wir hier geben, so kleine Strichmühle. Für zu sagen, das ist nichts dran. Das ist also ein Objekt, das momentan das Kind da. Dafür explodiert. Dafür kommt die Fehlermeldung hier. Java 0. Exception. Wenn der die Fehlermeldung sieht, das heißt, ist schon etwas nicht initialisiert. Das ist mir kein Objekt gemacht. Für das tut man noch nicht weit. Wie? Weil wenn es das noch kompiliert, geht das noch nicht weit. Nein. Wir haben noch immer 0. Nein, das ist das, was ich meine. Voilà. Das muss man ihm sagen, nein, ich will nicht. Ich will ein neues Objekt. Wie managen ein neues Objekt? Teilmittel waren nicht, ja. Nee, das ist das, was du möchtest. Ja. Das ist das, was du möchtest. Mhm. Das wissen wir. Das ist auch immer eine gute Sache, das dahinter zu schreiben. Mhm. Das kann ich nicht initialisieren, da schreibe ich den Null dahinter. Okay. Ah ja, ich bin da nicht dran. Was ich mache für ein neues Objekt, das ist der New-Befehl. Mhm. Und dann der Name von der Klasse, respektive sein Konstruktor. Mhm. Oh, da kann ich schon direkt etwas zugewiesen. Das ist rot. Am Netz bin das ganz praktisch. Das sieht man auch direkt, was. Du hast Fehler. Ich finde den Konstruktor nicht. Required String. Voilà. Der steht, wenn ich gucke, beim Player, da steht der Konstruktor, ja, den nur den Namen. Ja, ich muss ihn nicht übergehen. Ich muss ihn nicht übergehen. Da kann ich schreiben, ruhig. Ein Nummer übergehen, zum Beispiel. Trivia, die beste. Ja. Was habe ich gemacht? Eine Variable vom Typ Player. Anders schon den initialisiert, mit dem Wert. Der kann ich kompilieren. Ja, wird dann eine Kompilation, weil wir ein bisschen sehr lang sein. Wir starten den an, ich kann den auch hier angewiesen. Hier sind wir ein bisschen. Ah, geschieht noch nicht ganz so viel. Ganz viel an der Grafisch. Also für mich Grafisch, weil kein Recht. Ja. Kein Recht. Wir haben schon nur ein Objekt gemacht, initialisiert, an, super, geht auch etwas geschieht. Mhm. Ich kann doch hier als Variable ein Objekt machen. Der P2.
zum Beispiel null schreiben. Da können wir dasselbe Problem explodieren. Mhm. Wenn ich nicht schreiben, das will ich auch so dahinter so. Ich meine hier drin. Ich meine hier p2.changepoints. Schon Express nicht initialisiert. Voilà. Für wert, das kann ja kriegen wir direkt einen Fehlermeldung oder einen Warnung. Für Fedro wird nicht gemacht, ja, nicht kompiliert. Fedro wird nicht gemacht, weil es ein Attribut ist. Ein Attribut wird automatisch auf Null initialisiert. Immer. Und dafür wird der Compiler nicht gemerkt. Dafür wird der Compiler an NetBeans auch nicht gemerkt. Ja. Bei einer Variable, bei einer lokalen Variable, wie der P2, wissen, ist schon ein extra gemerkt. Die Dateien allein könnten nicht kompiliert. Die entweder schreiben nicht Null, ja, was geschieht dann? Player P2 null, aber das geht nach Fall nicht. Ja, ja, da kriegst du ja nur einen Runtime-Fehler. Der Null-Point-Exception geschieht. Ah, okay. Machen wir es anders. Beint. Ah, Lomaps interessant gepasst. Ah, Lomaps gemacht. Das müssen irgendwie etwas hinkriegt. Ich kopiere den heute. Copy. Paste. Ups, Copy. Und dann gehen wir hier hin. Pasten. Printst das nein, okay. Ja, printen die 2. Voilà, das mit ja, interessant. Kriegen wir da 3 Punkte oder etwas anderes? Ah, das wird froh. Ne? Froh. Mhm. Copy, paste, aber ich muss halt P2 machen. Mhm. P2, voilà. D'accord? Ja. Ich probieren, kompilieren, starten. Voilà. Oh, was kriegen wir? 7. Ja, dann, okay, ist Alex. Ja, wo kommen dann nur die. Ja. Wichtiger Punkt, ja. Hey, look at grafisch. Wenn ihr das grafisch malt, versteht ihr nicht, ja. Versteht ihn vielleicht ein bisschen besser. Schön, dass ihr alles wäscht. Nein, okay, ja. Wir malen noch immer ein kleines Kasen, das hier. Der Paint. D'accord. Wenn wir heute den Newman möchten empfangen, dann geben wir den Objekt. D'accord. Man wird Alex dran. Mhm. Und dann noch Sachen drin, Methode. Dann ist gleich zwischen Paint. Verweist einfach dahin. Verweist dahin. D'accord? Ja. Wenn wir heute beim P2 sind, ich muss den ein bisschen ernst. P2, das ist auch immer ein Kost. Hm. P1 ist gleich, P2 ist gleich P1. Verweist auf dieselbe Stimme. Verweist auf dieselbe Stimme. Gegen zwei verschiedene. Ja. Voilà. Die soll ich dann heute P2 ändern. Und das ist heute. Meine ich 4 Punkte bei. Mir, wo meine ich die Punkte bei? Bei heute. Du hast 4 und 3 Punkte. Da geht dann um einmal 4 plus 3 geht 7. Mhm. Ja, geht 7. Weil man dabei addiert hat. Mhm. Was ich noch kann, ja? Wenn ich will, ich könnte dann hier so ein A ist gleich null. Für so ein O, dann A, wenn nicht A, P1. Ja, wenn du passt. P1 ist gleich null. Für so ein P1 interessiert das nicht mehr. Das ist, wenn du dann hier fertig hast, da holen wir den heute. Du hast nicht rasiert. Ja, die geht das nicht mehr. Mit dem P2 ist noch immer da. Das ist theoretisch, kriegen wir am P2 hier. Das ist der linke Wäsch geholt. Voilà, von P1. Mhm. Mit dem P2 ist noch immer da. Das ist theoretisch, wenn ich die kompilieren, auch starten, ist im Prinzip nicht geändert. Ja. Was geschieht dann, wenn ich aber dann hier. P1 kannst du auch nicht printen, der geht nicht mehr. P1 geht das nicht mehr. Wenn ich die probieren zu printen, können wir mal probieren. Copy, paste. Wenn ich da noch heute P1 printen, probieren wir mal. Voilà. Oh. Fehlermeldung. Ja. Fehlermeldung. Und dann Point Wert, wenn es dem toString. Rift Method toString auf der P1 ab. Mhm. Für das zu vermeiden, ging direkt ein Trick. Denn toString ist eine ganz spezielle Methode für Java, die ist nicht nötig. Hier rift sie automatisch ab, wenn ihr einen String braucht. Schlossen dem mal hier wasch. Na, da können wir etwas Interessantes denken, ich mal, oder? Ja, hier sehen wir direkt, was geschieht. Ich kompiliere noch einmal. Ich kompiliere, voilà. Ist den komisch zugekriegt, denke ich, ja. Oder? Ja, und dann, was nicht, ein Programm ist noch ab, voilà. Vielleicht das Programm zu machen, ja. Dann kann ich auch starten. Voilà, da kriege ich null gewesen. Für zu sagen, effektiv der PN, das ist null. Ja, mhm. Dafür sollen noch den ToString nie gebrauchen, weil wenn ein null ging, da weiß man null an. Und nicht Null-Point-Exception. Hm. Voilà. Ich habe mal gesehen, aber mich später, ich höre, dass der Null uns sich gut aussieht. Das sind wir auch direkt. Okay. Was kann ich dann mit dem Null machen? Was das tun? If p int null ist.
Ja, ja, da kann ich, la, da kann ich eine Entscheidung treffen. Ne, die dann hier wird. Da kann ich hier irgendeine Aktion machen. Für B1 inexistent. Inexistent. D'accord? Das ist, wenn etwas für wenn P1 nicht geht, dann muss ich etwas machen. Was wir oft gebrauchen, ist das hier. Das verschiedene von uns. Voilà. Immer so Wrapper rundherum. Das ist ein Wrapper rundherum, ganz genau. Das ist was P1, verschiedene von uns. Das ist, wir haben ein Objekt für den P1, oder das ist besser gesagt, dass ein Objekt an P1 gespeichert, oder dass ein Objekt vom P1 verweist. Das wird, dass du nie die Meldung kriegst. Voilà, da wissen wir, wir sind geschützt. Good practice. Das ist etwas, was den oft gebraucht wird, sonst kriegt dann die Fehlermeldung, der Programm steht doof und hält ab. Mhm. Voilà, das müssen wir dann noch ein paar Sachen gesehen. Die Objekte verweisen immer auf dieselbe Variable. Die von zwei Variablen haben, die weisen auf, eventuell auf dieselbe Objekt. Müssen noch passen. Es gibt keine Copy gemacht. Nein. Das geht auch nicht, wir sind an der Objektsfeld. Und ich kann aber ein Null gebrauchen, sonst das kein Objekt mehr du. Mhm. Wir gebrauchen das oft an der Programmation auf 1000 und 30. Für verschiedene Aktionen zu checken, ja, ich darf oder ich darf das nicht machen. Ich kann natürlich ein Objekt machen, indem ich seine Attribute kopieren oder seine Werte. Ja, Werte, ich kann rumheilen und späten. Ich kann es selbstverständlich auch hingehen. Dann muss ich dafür alle Attribute machen. Ne? Ja, ich kann doch hingehen und ich meine, ein neuer Mann. Das heißt so, ein P1 als gleich New Player. Mhm. Und dann gehe ich den P1.getName. Wo ich da zwar kein Accessor gemacht habe, kein Get das gemacht habe, das kann ich machen. Aber vielleicht mal P2 dann als New Player und dann voilà. Der mit dem P1 sein Nummer. Okay, so Sachen. Ja. Kann ich so sagen, das kann ich dann einen zweiten Objekt machen. Das ist das immer erlaubt. Ich kann HP1 auch ohne den Null, ich kann doch HP2 schreiben. Das tun ist aber aufpassen, eventuell gefährlich, weil du hast den ersten Objekt den Nullex verloren. Den hast du nicht mehr. Ja. Hier ist P2. Ja, ja, weil wir das schon haben. Dann ist das dann noch so rum. Nur mal ein neues Objekt. Für den Carlos. Und der weiß nur dahin. Ah, das den heute, den hast du nicht mehr zugänglich. Den hast du verloren für uns. Ja, das muss ich, glaube ich, verstehen, dass eben die Kost mit der Nummer P1 nicht anders als für Renvoi ab ein Objekt. Ja. Das muss ich definitiv sagen, Fisch feststellen, die zwischen schläft. Ne? Das ist nicht an P1 gespeichert. P1 ist nicht mehr ein Verweis dahin. Ja, ja. Nicht mehr bei primitiven Variablen als das. Ja, als das bei direkt. Int, ja. Double und ja. So Sachen. Als Vermacht, das habe ich gedacht, wir stringen ein String als ein Objekt an eine Variable wie den Name, die ich dort noch hier hatte. Das ist eine kleine Bemerkung hier. Wir den ab. Das tun, als nicht ähnlich wie den, eine Variable, ein Attribut vom Namen Name, den auf einem Objekt-String weist. Tja, der wird nicht vergessen. Voilà, das sind nur ein Objekt. Voilà, merci, merci für den Lauschtrain. Bis zum nächsten Mal.